Es geht darum, wer von euch kann länger Mahan am Telefon halten? Ja, grüß Gott, ich arbeite bei Snipes. Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mitten aus dem ersten Bezirk, momentan relativ viele Demonstrationen, auch sehr viele Polizisten unterwegs. Es haben sich hier ein paar Leute versammelt, die gern spielen würden. Alle haben die Schutzmaske auf, so wie sich das gehört. Und wir werden uns jetzt ein, zwei Gegner pro Spiel aussuchen, die gegeneinander antreten. Wir spielen das Spiel, wer kann mehr? Das bedeutet, ich gebe eine Challenge vor und die Gegner können sagen, wer von denen mehr kann. Einer sagt, ja, keine Ahnung, ich kann 5 Liegestütz, der andere sagt, ich kann 6 Liegestütz. Und das pokert sich so lange nach oben, bis der andere aussteigt. Und der dann am höchsten ist, muss diese Leistung auch erbringen. Ansonsten hat er verloren und der andere bekommt einen Preis. Als Preise haben wir 3 Essential Shirts in unterschiedlichen Farben im Warenpreis von 119 Euro. Also schon ganz gute Dinge, die wir da heute verlosen können. Ich würde sagen, wir fangen direkt mit der ersten Challenge an. Wer hat Bock? Wer möchte gegeneinander antreten? Alle haben die Schutzmaske auf, so wie sich das gehört. Okay, okay. Du stichst mir gleich mal ins Auge und du stichst mir auch ins Auge. Komm her. Passt. Kommt sie neben mich. Wie heißt du? Clemens. Wer bist du? 16. 16. Du? Philipp, 13. Philipp 13 gegen Clemens 16. Ihr seid in der ersten Challenge. Die Challenge dreht sich darum, wer kann mehr Supreme-Kooperationen aufzählen? Das ist die erste Challenge. Ja, ich kenne mich gut aus. Okay, kennst du dich auch aus? Ja. Gut, dann sag mal, wie viele Kooperationen glaubst du, kannst du aufzählen? Nicht witzig. Ich sag mal eins. Eine? Ich beginne mal mit einer. Okay, du? Ich glaube, ich kenne 2. Gehst du höher? Ja. Gehst du auf 3? Oh. Ja. Okay, du? Ja, du musst sagen. Er kann immer noch verkacken, dann kriegst du immer noch das Shirt. Ja, dann sag ich 4. Sagst 4, okay? Ja, okay, nein, da geh ich nicht. Du steckst aus. Ja. Okay, somit musst du jetzt 4 richtige Kooperationen sagen. Ansonsten hat er gewonnen. Erste Kooperation. Supreme. North Face. The North Face. Nike. 5. 4, 3, 2, 1. Supreme. Nichtsdestotrotz in der Kürze der Zeit leider nicht geschafft. Somit geht das erste Shirt an dich, dein Essential Shirt. Dankeschön. Herzliche Gratulation, viel Spaß damit. Okay, nice, danke fürs Mitspielen. Dann würde ich sagen, wir haben einige, die da mitmachen wollen anscheinend. Ich nehme dich gleich und ich nehme dich auch gleich. Okay, passt. Nächstes Spiel wird spannend. Es geht darum, wer von euch kann länger Mahan am Telefon halten? Wir rufen mit irgendeiner Nummer an und Mahan muss am Telefon bleiben. Okay. Wer von euch schafft es länger? Wie lange schaffst du es, dass Mahan am Telefon bleibt? 20 Sekunden. 20 Sekunden. Wie lange schaffst du es? Länger. 40 Sekunden. 40 Sekunden. Aber ist ein Unbekannter, der wird vielleicht direkt auflegen, glaube ich. Ja. Okay, okay. Deswegen, ja. Gehst du höher als 40 Sekunden? Ich bleibe unter 40 Sekunden. Okay, das heißt, du musst 40 Minuten schaffen, dass Mahan dran bleibt. Okay, gut. Passt. Was darf ich alles sagen? Er muss reden. Ach so, ja. Er muss reden. Okay, gib mir mal dein Handy, weil ich nehme keins von euch, logischerweise. Wir werden da nicht die Nummer von Mahan leaken. So, Handy vom Kameramann. Du kennst ihn eh. So, ich gebe das da einfach mal ein. Ich bin gespannt, ob er überhaupt abhebt. Wir schauen rein. So, Mahan, da haben wir schon. Plus 4, Spaß. Okay, Leute, leise, wir rufen jetzt Mahan an. 40 Sekunden, scheiße, hat irgendein Timer. So, wir rufen ihn jetzt einmal an. Here we go, wenn er abhebt, geht der Timer los. Muss abheben. Er muss abheben, ja. Hoffentlich hebt er ab. Was ist hier? Heb ab, heb ab. 40 Sekunden, gell? Ja, passt. Willkommen bei scheiße. YouTube. Bitte hinterlassen. Ich rufe ihn direkt nochmal an. Mahan, heb ab, Alter. Ja, ich probiere es sicher aber mal. Ja, grüß Gott, ich arbeite bei Snipes und ich wollte fragen, ob du eventuell Lust hast mal auf so eine Werbekooperation. Es ist ein Store in Wien mit ein paar Filialen im ersten Bezirk rundherum, weil du warst ja irgendwie letzte Woche bei der Store-Eröffnung und wollte fragen, ob das eventuell möglich ist. Ja. Okay, ja, passt. Nein, weil wir sind eh ein relativ großes Unternehmen und haben eben Stores überall. Kurz Frage. Ja, passt. Da bist du, von wo ist meine Nummer und welcher Mensch ruft an und sagt deinen Namen nicht? Ja, jetzt sind es 40 Sekunden. Geil! Mann, ich bin's, Max.
Grüß dich, okay. Wir haben gerade ein Spiel gespielt. Ich rufe dich nachher nochmal zurück. Danke vielmals. Geil, Mann. Du hast ihm gerade ein Essential-Shirt gegönnt. Dankeschön. Ja, weil da lang genug dran war. Vielen lieben Dank, wir hören uns. Geil, er hat es tatsächlich geschafft. Krass. Danke vielmals. Somit, echt gut gemacht. Vor allem das Beste ist, wie alt bist du? Also 15. Da ist ein 15-Jähriger nicht mal im Stimmbuch. Ja, wir sind von Snipes, wir haben da eine Kooperation für dich. Ja, Dreistigkeit siegt somit dein Essential-Shirt. Viel Spaß damit, sehr, sehr gut gemacht. Top, top, top. So, Freunde, wir haben uns da jetzt eine Kiste besorgt mit unterschiedlichsten Marken. Von Palm Angels bis Balenciaga bis wie auch immer. Die Aufgabe ist jetzt, diese Marken blind nur durch Erfüllen voneinander unterscheiden zu können. Wir suchen uns jetzt mal zwei Gegner aus. Wer hat Lust? Wir nehmen dich. Komm nach vor. Und ich muss mal in die hinteren Reihen auch schauen. Du zeigst so ganz klein auf, nur so ein bisschen. Dich nehmen wir auch. Ja. So, ich kann immer nur zwei nehmen. So, vorne. Die letzte Challenge. Wie heißt du? Philipp. Philipp. Und wie heißt du? Santo. Santo? Santo, ja. Okay, die Aufgabe ist klar. Ihr müsst euch den Kopf mit der Schutzmaske verbinden, der auch immer dann dran ist. Und dann ist die Aufgabe, die Marken blind voneinander zu unterscheiden. Jetzt meine Frage, wer kann mehr Marken blind unterscheiden? Wie viele, sagst du, schaffst du? Zwei. Zwei Marken schaffst du blind voneinander zu unterscheiden? Okay, eine. Okay? Ja, dann schaffe ich zwei. Du schaffst zwei. Schaffst du mehr als zwei? Ja, okay, dann... Nein. Du schaffst nicht mehr als zwei. Okay. Wir haben da fünf Marken. Wenn du zwei schaffst, hast du gewonnen. Also 10 verschiedene Marken, aber 5 Durchgänge. Wenn du zwei schaffst, hast du gewonnen. Du schaffst nicht mehr, oder? Nein. Okay, passt. Dann, wenn er es nicht schafft, dann hast du gewonnen. Ja, jetzt kommt der Standardtest, klar. Dann würde ich jetzt mal direkt anfangen. Sag mir, welche Marke ist Travis Scott? Und welche Marke ist Balenciaga? Ah, das ist ein Blödsinn, warte mal. Und welche Marke ist Off-White? Welches ist Travis Scott und welches ist Off-White? Welche nochmal? Travis Scott und Off-White? Genau. Das ist, glaube ich, noch einfach. Wir sagen aber nicht, warum es einfach ist. Egal. So, du hast noch 5. Das ist Travis Scott und das ist Off-White. Absolut richtig, sehr gut. Was haben wir da als nächstes? Ah, da ist er her. Wir haben einmal... Jetzt hätte ich schon fast gesagt. Okay, sagen wir, welches ist Balenciaga und welches ist M&M? Sind das T-Shirts? Das sind T-Shirts, ja. Ist leicht oder? Ja, ist schwierig. Okay. Warum ist schwierig? Ja, beide sind ziemlich dick. Okay. M&M ist besser. Sch. Ich glaube aber. Ich sollte noch fragen, warum man das glaubt. Hätten wir vorher schon fragen können. Ja, was glaubst du? 5, 4, 3, 2, 1. Das ist M&M und das ist Balenciaga. Warum glaubst du? Ja, ist richtig. Ich war einmal im Disney-Store und hab's berührt halt. Du hast eh schon gewonnen, ja. Du kannst schon dein Augenlicht wieder lüften. Du hast es tatsächlich geschafft. Du hast direkt die ersten zwei Marken richtig voneinander unterscheiden können. Sehr, sehr starke Leistung. Muss man anerkennen, oder? Dementsprechend bist du der Gewinner des letzten Essential T-Shirts. Herzliche Gratulation. Hat mir Spaß gemacht. Liebe Leute, wenn auch ihr es nice fandet, dann lasst mir auf jeden Fall ein Like da und schreibt mir in die Kommentare, ob wir diese Episode nochmal drehen sollen. Nicht vergessen, am 26. der offizielle Drop von M&M um 19 Uhr. Wer holt sich was? Sehr schön. Habschan, Ehrenmann. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir und wir sehen uns beim nächsten Video. Das war's von mir, euer Maximilian.